Und jetzt haben wir hier die pathologische. Wir sind Fußball. Wir sind wiedervereinigt. Wir sind Papst. Die Jahrtausendwende. Pathologische Wiedervereinigungsglückspsychose. Kennen Sie den? Auch ein Zweifler fragt sich in so einer Nacht. Ob ich den mag, keiner. Das ist das Naturechte. Ein Taxiladen drüber. Es gab Ärger. Bürgerkrieg in Deutschland. Ja, ist so. Ärger mit Frankreich, Polen, Schweden, Russland, Amerika, Niederlande. Auch ein Zweifler fragt sich in so einer Nacht, gibt es einen Gott, der über allem wacht? Wirklich, den mag keiner. Kacke. Oh Mann, oh. Weißhaariger. Wie kann dir sowas passieren? Wirklich, das ist ja peinlich. Hier einen kleinen deutschen Bob Dylan raushängen. Und dann irgendwie gegen ausländische Liedermacher und Papst wettern. Ja, Ironie und Sarkasmus sind eine Sache. Nachbarschaftshilfe die andere. Ich war voll noch einmal wie vor Jahren im Zoo, um nach dem alten Bären zu sehen, für den wir sowas wie Verwandte waren, die auf der besseren Gitterseite stehen. Der Zoo hat ein Wildentenpaar erworben, sein seltenes Exemplar vom Eiselmeer. Und unser Bär wird nächstes Jahr erst geboren. Der alte Bär ist tot und sein Käfig leer. Und unser Bär wird nächstes Jahr geboren. Der alte Bär ist tot und sein Käfig leer. Weißt du noch, ich nahm deine Aktenmappe voll trockenem Brot reingetat und dann kauftest du Importhonig in einem Topf aus Pappe. Das tat dem Bären gut. Wir hätten ihn gern bei uns aufgenommen. Auch früher oder später hätten wir ganz sicher mit dem Nachbar Krach bekommen. Nein, ein Bär im Haus. Und dann noch die Schienbahn. Sicher mit dem Nachbar Krach bekommen, ein Bär im Haus. Du willst nur noch ein Klavier. Wollen wir nicht einen Becher, hat der leer gefressen und deine Aktenmappe klebt noch. Und ohne ihn deswegen zu vergessen, haben wir ihn nicht mehr besucht. Auch heute. Uns ist irgendwas dazwischen gekommen.
und plötzlich fanden wir nicht mehr die Zeit. Sarkastisch. Wir haben sie uns nicht genommen. Nun hoffe ich nur, dass er uns das verzeiht. Oder wir haben sie uns nicht genommen. Nun hoffe ich nur, dass er uns das verzeiht. Ah, so grateful, der Art. Färb dir einfach die Haare, mach da Musik. Ist längst zu spät, zum Tränen zu vergießen. Der Bär ist längst im Bärenparadies, wo wir Milch und wo vor allem Honig fließen, erlöst von Gittern und seinem Verlies. Doch wenn für tote Bären Glocken läuten, dann sollen für alle Bären ringsumher eine Stunde lang alle Glocken läuten. Nicht nur der Depphahn, der Bärenkäfig und der Depphahnkäfig. Stunde lang alle Glocken läuten. Ich kann dich imitieren, weißt du? Aber sowas macht man nicht. Bei mir ist ein Hochzeitsantrag. Liebe mit dem Plus und ich, Steff und ich. Nach 18 Jahren. Manda und ich. Langsam reicht's an Namen. Sonst glaube ich mir selbst nicht mehr. Zum Tränen vergießen. Dieser Bär erwartet und erbittet ein Bärenparadies, wo Milch und wo vor allem Honig sprießen, erlöst von Gittern und diesem Verlies. Auch wenn für tote Bären Glocken läuten, dann sollen von allen Türmen ringsumher eine Stunde lang alle Glocken läuten. Der alte Bär ist tot. Sein Käfig leer. Eine Stunde lang alle Glocken läuten. Der alte Bär ist tot. Und sein Käfig leer.